Stelle dich aufrecht an den Anfang deiner Matte. Lasse deinen Atem frei fließen. Stelle deinen linken Fuß mit gespreizten Zehen vor dir ab. Beuge dein linkes Knie und wickle dein rechtes Bein um dein linkes. Lege den linken Ellbogen über den rechten, bringe die Handflächen zueinander und ziehe dich mit den Armen hoch in den Adler. Garudasana. Spanne deine Beckenbodenmuskulatur fest an und konzentriere dich auf einen Punkt vor dir, damit du dein Gleichgewicht besser halten kannst. Wenn du dich noch etwas mehr fordern möchtest, kannst du die Augen auch schließen. Atme tief und halte die Spannung im Beckenboden. Löse mit der Ausatmung die Stellung und die Spannung im Beckenboden. Setze deine Hände senkrecht an deinen unteren Rücken. Ein, strecke dich. Aus, beuge deinen Oberkörper aus der Hüfte heraus, bis er waagerecht zum Boden zeigt. Schließe deine Augen und spüre in deinen unteren Rücken. Komme mit der nächsten Einatmung wieder nach oben. Umfasse mit der rechten Hand deinen rechten Fuß. Ein, hebe den linken Arm. Aus, beuge deinen Oberkörper nach vorne. Dein linker Arm bleibt gestreckt. Deine rechte Hand hält deinen Fuß, während dein Fußrücken sanft gegen deine rechte Hand drückt. Der Tänzer. Natarajasana. Diese Gleichgewichtsübung stärkt deine körperliche und geistige Festigkeit und fördert die Konzentration. Löse mit der nächsten Ausatmung die Stellung. Strecke mit der nächsten Einatmung deine Arme weit nach oben und komme mit der Ausatmung aus der Hüfte heraus nach vorne. Lasse die Arme hängen oder umfasse mit deinen Zeigefingern die großen Zehen. Ein, strecke den Rücken, aus, gleite in die stehende Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Versuche mit jeder Ausatmung mehr und mehr aus der Hüfte heraus loszulassen. Uttanasana unterstützt die Blutzufuhr im Gehirn. Auch alle inneren Organe werden besser durchblutet. Einatmen, komme mit geradem Rücken nach oben. Mache dich ganz lang. Ausatmen, senke die Arme. Setze deinen rechten Fuß mit gespreizten Zehen vor dir ab. Umfasse deinen linken Fuß. Ein, strecke deinen rechten Arm zum Himmel. Aus, komme in Natarajasana. Atme ruhig, tief und bewusst. Dein Atem führt dich in deine Mitte und hilft dir, das Gleichgewicht besser zu halten. Natarajasana unterstützt dich dabei, Bestimmtheit und Zielorientiertheit zu entwickeln. Ausatmen, löse die Stellung. Lege deine Hände auf den unteren Rücken und beuge deinen Oberkörper mit der Ausatmung wieder parallel zum Boden. Ziehe deine Ellbogen zusammen und spüre die Wärme, die von deinen Händen in den unteren Rücken fließt. Einatmen, komme nach oben. Beuge leicht deine Knie und wickle dein linkes Bein um dein rechtes. Lege den rechten Ellbogen über den linken. Bringe die Handflächen zueinander und ziehe dich mit den Armen hoch in den Adler. Spanne deine Beckenbodenmuskulatur fest an
und atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Garudasana verhilft zu mehr Gelassenheit, entspannt den Rücken, Schultern und Nacken. Ausatmen, löse die Stellung und Anspannung im Beckenboden. Schließe deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen.